Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Sandro Julian Stadelmann. Ich bin der Geschäftsführer der Mister Immo GmbH in Wien und der Geschäftsführer der Stadelmann Exclusive Real Estate Broker Agency in Dubai. Heute erzähle ich euch, warum es gerade jetzt so interessant ist, in Dubai Immobilien zu investieren. Wir starten mit dem ersten Punkt, mit der Vermietung. In Dubai ist es so, dass die Mietpreise sehr, sehr hoch sind und die Eigentumspreise sehr, sehr gering im internationalen Vergleich. Das macht es auf jeden Fall für Immobilieninvestoren sehr, sehr spannend. Und warum die Mieten so hoch sind, ist auch einfach erklärt. Dubai ist eine Stadt, die lebt von Schlüsselkräften, von Expats, von Leuten, die aus aller Welt nach Dubai kommen, um dort für einen gewissen Zeitraum zu arbeiten. Das heißt, durch diese hohe Fluktuation an Leuten, die aus aller Welt eben laufend nach Dubai kommen, um dort für einen gewissen Zeitraum zu arbeiten, generiert man eben diese besonders hohe Mietnachfrage. Ja, der zweite Punkt ist die Kurzzeitvermietung. Dubai ist eben nicht nur eine Stadt, in die man geht, um dort 2-3 Jahre zu arbeiten. Nein, Dubai ist vor allem eine Weltmetropole. Nach Dubai fliegt man, um sich das höchste Gebäude der Welt anzusehen, um sich das höchste Riesenrad der Welt anzusehen. Dubai verfügt über ein ausgezeichnetes Wetter. Dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass sich vor allem in den Wintermonaten Promis aus aller Welt dort nur so tummeln. Diese Tatsache, dass Dubai eben ein Touristenhotspot ist, macht es eben umso spannender, sein Apartment, was man sich in Dubai zulegt, alternativ auch über Kurzzeitvermietung, über Airbnb oder Booking.com zu vermieten. Der dritte Punkt ist die Verwaltung. Viele Leute fragen mich in den Gesprächen und sagen, Sandro, wenn ich jetzt da eine Wohnung bei dir in Dubai kaufe, wie sieht es dann mit der Verwaltung und mit der Vermietung meiner Wohnung aus? Die Frage kann ich dann immer ganz einfach erklären. Wir haben in Dubai eine Immobilienagentur, die sich von A bis Z um die Vermietung kümmert, um die Korrespondenz mit dem Mieter, um die Wohnungsübergabe etc. Und wenn es dann mal irgendwo zu kleineren Gebrechen kommt, dann können wir auch gerne jederzeit mit einem Handwerker in die Wohnung gehen, die Wohnung neu streichen lassen etc. Das heißt, wir fungieren in Wahrheit als Mini-Hausverwaltung für unsere Investoren aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das war's von meiner Seite. Wenn es jetzt noch offene Fragen gibt, meldet euch gerne jederzeit. Ansonsten sage ich danke fürs Zusehen und bis bald.